Heute in den Zeitfragen. Wenn man hier jetzt mal auf Sportwetten klickt, dann sieht man aktuell, können Sie auf 21.847 Ereignisse wetten. Das ist ein gelinde gesagt Wahnsinn. Der milliardenschwere Glücksspielmarkt ist in Bewegung geraten. Immer mehr Menschen zocken online. Staatliche Anbieter verlieren Kunden. Das private Geschäft blüht. Da haben sich eben große Anbieter herausgebildet, die sich davon überhaupt nicht klar beeindrucken lassen, dass sie hier ein illegales Produkt anbieten. Die werben ja sogar im Fernsehen. Auch für Anbieter von Finanzwetten ist der Glücksspielmarkt attraktiv. Das heißt, die haben sich E-Mail-Listen aufgekauft von bestehenden Online-Glücksspielanbietern. Und dort schicken sie dann die Werbung hin. Wetten, zocken, tippen. Das Geschäft mit dem Glücksspiel. Zeitfragen. Heute 19.30 Uhr. Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 8 Uhr. Die Nachrichten. Mit Ronald Schleif. Guten Morgen. Großrazzia in Brüssel. Belgische Polizei nimmt 16 Terrorverdächtige fest, findet aber keine Waffen oder Sprengstoff. Abschied von Helmut Schmidt. Trauerfeier für verstorbenen Altkanzler findet in Hamburg statt. Debatte um Flüchtlingsquoten. Zentralrat der Juden fordert Begrenzung des Zuzugs. Die Wettertendenz meist wolkig bis stark bewölkt mit Schauern 1 bis 6 Grad. Bei groß angelegten Razzien hat die belgische Polizei am späten Abend 16 Terrorverdächtige festgenommen. Allein im Großraum Brüssel wurden 19 Wohnungen durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zur Identität der Festgenommenen machte sie keine Angaben. Die belgische Regierung entschied am Abend, dass die höchste Terrorwarnstufe für die Hauptstadt verlängert wird. Aus Brüssel, Ralf Siener. Der meistgesuchte Mann Europas entkam der belgischen Polizei gestern Abend gleich zweifach. Salah Abdeslam, der zwei der beim Pariser Attentat eingesetzten Autos angemietet hatte, wurde zunächst von Polizisten in der Nähe von Lüttich gesichtet, doch er entkam. Und zwar auf die Autobahn E40 Richtung Deutschland mit einem BMW. Die belgische Polizei errichtete eine Straßensperre, doch auch die wusste der 26-Jährige zu umgehen. Auch die Serie von Razzien in Brüssel und Charleroi, die gestern bis Mitternacht andauerten, führten nicht zur Festnahme von Salah Abdeslam und förderten laut Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft weder Waffen noch Sprengstoff zutage. Die Terroranschläge von Paris haben auch die Sicherheitsdebatte in Deutschland neu entfacht. Bundesinnenminister de Maizière hat sich gestern dagegen ausgesprochen, die Bundeswehr auch im Inland einzusetzen, um den Terrorismus zu bekämpfen. Die Gewährleistung der inneren Sicherheit sei Aufgabe der Polizei, die in Deutschland auch gut aufgestellt sei, sagte der CDU-Politiker in einem Zeitungsinterview. Der Sicherheitsexperte und frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Tätschig schloss dagegen im Deutschlandradio Kultur unter bestimmten Bedingungen einen solchen Einsatz nicht aus. Wir setzen ja die Bundeswehr auch in Katastrophenfällen schon ein und ein Terroranschlag kann ein Katastrophenfall sein, anderer Art als ein Hochwasser. Aber warum soll dann die Bundeswehr nicht, wie jetzt auch in der Organisation der Flüchtlingswelle, ist ja die Bundeswehr auch eingesetzt. Das ist ja auch nicht ihr Aufgabengebiet. Man muss halt dann entsprechende Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass die Bevölkerung einen solchen Einsatz sofort begrüßen würde. In die Debatte, ob der Zuzug von Flüchtlingen begrenzt werden soll, hat sich jetzt der Zentralrat der Juden zu Wort gemeldet. Dessen Präsident Schuster sagte der Tageszeitung Die Welt, über kurz oder lang werde man um Obergrenzen nicht herumkommen. Schuster begründete dies mit Problemen bei der Integration. Alex Kremer. Viele Flüchtlinge wollten zwar dem Terror des IS entfliehen, aber sie stammten gleichzeitig aus Kulturen, in denen Hass auf Juden und Intoleranz fester Bestandteil sei. Das betreffe auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder den Umgang mit Homosexuellen. Innerhalb der Großen Koalition fordert die CSU eine Obergrenze für den Zuzug. Politiker von CDU und SPD sprechen sich dagegen für sogenannte Kontingente aus, also dafür, eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen direkt nach Europa und nach Deutschland zu holen, zum Beispiel aus der Türkei.
Auch das könnte de facto eine Art Obergrenze bedeuten, aber nur, wenn gleichzeitig die Außengrenzen der Europäischen Union so gesichert werden, dass kaum noch Flüchtlinge einreisen können. Deutschland nimmt heute Abschied von Helmut Schmidt. In Hamburg gibt es am Vormittag einen Staatsakt für den Altbundeskanzler. Er war am 10. November im Alter von 96 Jahren gestorben. Reinhard Postelt, Hamburg. Der Macher und Vordenker Helmut Schmidt hat auch Einfluss auf seine Trauerfeier genommen. Kein formeller Gottesdienst und nicht zu viele Reden war der ausdrückliche Wille des Altkanzlers. In der St. Michaeliskirche werden ab 10.30 Uhr nur 4 Personen sprechen. Nach Hauptpastor Alexander Röder wird Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz an Schmidt erinnern. Danach der frühere US-Außenminister Henry Kissinger und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Unter den 1.800 Trauergästen sind Bundespräsident Joachim Gauck und viele Minister, Ministerpräsidenten und Abgeordnete. Auch hohe ausländische Staatsgäste werden erwartet. Ihre Namen sind aus Sicherheitsgründen geheim. Am Mittag wird der Sarg zum Friedhof Hamburg-Ohlsdorf gefahren. Dabei kann die Bevölkerung Abschied von Helmut Schmidt nehmen. Rentner können sich im kommenden Jahr über einen Rekordanstieg ihrer Bezüge freuen. Rund 5% gibt es monatlich mehr. Das bedeutet aber auch, dass mehr Rentner steuerpflichtig werden, weil durch das Plus der steuerpflichtige Anteil der Rente steigt. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich auf das Bundesfinanzministerium. Efi Seibert. Nach Schätzungen der Bild-Zeitung müssen deswegen etwa 70.000 Rentner zukünftig Steuern zahlen. Der Staat nimmt deswegen etwa 310 Millionen Euro ein. Das steuerliche Existenzminimum liegt in diesem Jahr bei 8.472 Euro. Grund für die starke Erhöhung im nächsten Jahr sind unter anderem der starke Anstieg von Löhnen und Beschäftigung und ein Sondereffekt, der die Anpassung 2015 geschmälert hat und dadurch ausgeglichen wird. In den nächsten Jahren wird die Rentenerhöhung vermutlich weniger hoch ausfallen. Nur noch 2-3% sind dann drin. Bei einem Erdrutsch in einer Bergbauregion in Myanmar sind nach Regenfällen mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Eine 300 Meter hohe Abraumhalde einer Jademine war am Samstag abgerutscht und hatte rund 50 Häuser mit sich gerissen. Aus dem Studio Südostasien, Udo Schmidt. Fast 100 Minenarbeiter werden noch vermisst. Diese waren in ihren Hütten im Schnaab überrascht worden, als der Schuttberg mit Abraum aus der Jademine in der Nacht zu Sonnabend zu rutschen kam. Viele arme Dorfbewohner suchen in dem Schutt nach wertvollen Jaderesten. Das Dorf Pakant befindet sich in unmittelbarer Nähe der Mine. Einige der Toten sind Wanderarbeiter, deren Identität nur schwer festzustellen ist. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Global Witness wurde im vergangenen Jahr in Myanmar Jade im Wert von 31 Milliarden US-Dollar produziert. Das würde der Hälfte des Bruttoinlandsproduktes des Landes entsprechen. Das Wetter. Heute ist es in der Mitte meist wolkig bis stark bewölkt mit Schnee, Schneeregen und Graupelschauern. Im Bergland kann es noch einmal 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee geben. Im Norden und Nordwesten sowie an den Mittelgebirgen bleibt es meist trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei 1 bis 6 Grad. Im Bergland leichter Frost. Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Montag, 23. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Dieter Kassel. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Eines kann schon ich Ihnen jetzt verraten. Nach den Razzien und den Festnahmen in Belgien ist die Gefahr nicht gebannt. Für die Hauptstadtregion Brüssel gilt weiterhin die höchste Terrorwarnstufe. Über den dritten Tag einer Stadt, die dadurch quasi gelähmt ist, und natürlich über diese Razzien und Festnahmen reden wir deshalb gleich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Jörg Münchenberg. Yeah.